Es ist 19:30, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. Mit einem Lichtermeer am Wiener Heldenplatz wurde heute der israelischen Geiseln im Gazastreifen gedacht. Bisher ist das auch ein Zeichen gegen Antisemitismus. Wir schalten gleich live zu unserer Reporterin. Die Arbeitgeber machen der Metallergewerkschaft ein neues Angebot, das diese ablehnt. Kommen jetzt Streiks? Und die Beatles sind Jahrzehnte nach ihrer Trennung in einem neuen Song wiedervereint. Welche Rolle spielt dabei künstliche Intelligenz? Teils sehr viel Regen und Sturm bringt das Wetter über Nacht. Ganz kurzfristig haben die Veranstalter des heutigen Lichtermeers die Menschen auf den Wiener Heldenplatz gerufen, um ein Zeichen zu setzen. Der Nahostkonflikt gibt gegenwärtig viele Möglichkeiten, sich zu positionieren. In diesem Fall gemeinsam mit Angehörigen von Entführten. Wie berichtet hat die Terrororganisation Hamas mehr als 200 Menschen in ihrer Gewalt. Viele haben Sorge, dass die Bodenoffensive Israels in Gaza deren Leben gefährde. Aber die Armee argumentiert auch, nur so die Menschen aus der Gewalt der Terroristen befreien zu können. Gemeinsam an die Frauen, Männer und Kinder denken, die seit fast 4 Wochen in der Hand der Terrororganisation Hamas sind. Dafür sind sie am Abend auf den Heldenplatz gekommen. Auch Angehörige von Geiseln sind da. 3 Mitglieder von Tal Jeschuruns Familie wurden ermordet. Mindestens 7 verschleppt, darunter ein österreichisch-israelischer Doppelstaatsbürger. Wir hoffen, und ich glaube, wir müssen daran glauben, dass der internationale Druck ist vielleicht die beste Lösung gerade, um sie zurück nach Hause zu bringen. Ihre 19-jährige Schwester ist entführt worden. Ich habe ein Video von ihr gesehen, das die Terrororganisation veröffentlicht hat. Sie war verletzt in einem Jeep, hatte viel Blut im Gesicht. Er hat seit 28 Tagen nichts von seiner entführten 18-jährigen Tochter gehört. No sign of life. We don't know what's happened. Not only us. Kein Lebenszeichen. Wir wissen nicht, was passiert ist. So geht es allen Angehörigen der 240 Geiseln. Wir fordern, dass das Rote Kreuz herausfindet, wie es ihnen geht. Für die Freilassung der Geiseln gegen Terror, Hass und Gewalt setzt das Lichtermeer ein Zeichen. Doch auch der gestrige Brandanschlag am jüdischen Friedhof ist eine Motivation. Jeder, der hier ist, möchte ein Zeichen setzen, dass es einfach nicht okay ist. Sowas sollte keinen Platz haben in Österreich. Und auch wenn hier jetzt politisch es nicht leicht fällt, Lösungen zu finden, man muss trotzdem daran festhalten, dass es sowas wie Frieden und Verständigung geben kann. Aber für mich irgendwie das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein und gemeinsam zu sein und doch ein bisschen Hoffnung vielleicht. Vielleicht ein bisschen Hoffnung haben zu können. Nicht nur für die Geiseln. Die Stimme einer Besucherin heute am Heldenplatz. Dort ist für die Zeit im Bild unsere Reporterin Christine Baumgartner. Welche Botschaft war es denn hauptsächlich, die in den Reden auf der Bühne vermittelt worden ist? Ja, also diese Veranstaltung, das Lichtermeer, ist vor kurzem zu Ende gegangen. Auf der Bühne sind viele Vertreter der jüdischen Gemeinde gestanden, auch der israelische Botschafter war hier. Und hier geht es vor allem darum, dass sie gefordert haben, eindringlich Solidarität mit Israel, besonders berührend. Ein Angehöriger einer Geisel, der hat gesagt, man muss sich gar nicht für eine Seite hier in diesem Krieg entscheiden, sondern nur gegen den Terror. Das war die wichtigste Botschaft. Zuletzt hat es ja auch in Wien immer wieder anti-israelische Kundgebungen gegeben. Wie war denn da heute Abend die Sicherheitslage am Heldenplatz? Wir wissen nicht genau, wie viele Leute hier waren. Es werden möglicherweise etwa 2000 gewesen sein, die hierher gekommen sind. Aber sehr viele haben mir berichtet, mit einem mulmigen Gefühl. Sie hatten durchaus Angst, aber es sei ihnen einfach sehr wichtig, trotzdem hierher zu kommen, sich nicht einschüchtern zu lassen. Und die ganze Veranstaltung ist sehr ruhig abgelaufen. Wir wissen von keinen Zwischenfällen. Insofern ist das gut über die Bühne gegangen. Vielen Dank für diesen Live-Bericht, Christine Baumgartner vom Wiener Heldenplatz. Israels Armee rückt unterdessen im Gazastreifen weiter vor und kämpft bereits im dicht besiedelten Gebiet von Gaza-Stadt. Dort stößt sie auf verbitterten Widerstand der Hamas-Terroristen. Und deren Verbündete im Libanon, die Terrororganisation Hisbollah, tritt heute auch verstärkt auf den Plan. Und zwar mit vielfachem gleichzeitigen Raketenbeschuss in den Norden Israels. Kiryat Shmona unter Beschuss. Vor 2 Wochen war die Stadt evakuiert worden. Nun ist sie zum Ziel von Angriffen durch die Hisbollah geworden. Die Terrormiliz hat laut eigenen Angaben 19 Ziele im Norden Israels angegriffen.
Die israelische Armee hat mit Gegenangriffen reagiert und greift auch im Gazastreifen weiter an. Ihr Ziel, die Bunker und Tunnel der Hamas. Wir sind in die Vorstadt von Gazastadt vorgestoßen und machen beeindruckende Fortschritte. Es gibt aber auch schmerzhafte Verluste. Unsere Herzen sind bei den Angehörigen. Die Hamas ihrerseits beschuldigt Israel neuer Luftangriffe auf die Flüchtlingssiedlung Jabalia und spricht von 27 getöteten Palästinensern. Ganz im Süden sind auch heute hunderte Ausländer aus dem Gazastreifen nach Ägypten geflüchtet. 31 Österreicherinnen und Österreicher sind seit gestern draußen. Eine Handvoll weiterer österreichischer Staatsbürger warte noch auf ihre Ausreise, so Österreichs Außenministerium. Sie dürften wohl bald nach Ägypten ausreisen. Und dort begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten Karim El-Ghori. Karim, wie geht es Ihnen 31 Österreichern, die bereits ausreisen konnten und sich in Ägypten aufhalten? Na, ich habe mich heute mit einem von Ihnen unterhalten, Loai El-Haddad. Das ist derjenige, der im Gazastreifen in Zusammenhang mit dem Außenministerium die Evakuierung mitorganisiert hat. Er hat erst mal erzählt, wie schwierig das war mit der Kommunikation, Stromausfälle, kein Internet, wie schwierig es war, überhaupt untereinander zu kommunizieren, um die Leute rauszubringen. Dann hat er erzählt, der große Moment, als sie durch das Tor von Rafah durchgegangen sind. Die Erleichterung, hat er natürlich gesagt, und die Erleichterung, lebend da rauszukommen. Gleichzeitig hat er aber erzählt, auch die Enttäuschung, sein altes Leben da irgendwie hinter sich zu lassen. Er hat auch erzählt, doch wie schwer es eben war, wie die Leute tatsächlich, auch die 31, die rausgekommen sind, jetzt zum Teil doch ziemlich traumatisiert sind. Er hat gesagt, dass sie zum Teil, glaube ich, seiner Meinung nach psychologische Hilfe brauchen, wenn sie dann zurück nach Österreich kommen. Und er hat seine eigene Geschichte erzählt. Er hat gesagt, wie man sich fühlt, wenn man ausgeliefert ist, wenn man in seinem Haus ist und nicht weiß, wo die nächste Rakete einschlägt. Und er hat die Geschichte erzählt von seiner eigenen Frau, die dann im Bett liegt, mit ihren zwei Kindern gelegen ist. Sie haben sich alle zusammengekuschelt. Und die Frau hat gesagt, wenn eine Bombe auf das Haus fällt, dann überlebt von uns keiner oder wir überleben eben alle. Eindrücke waren das von Karim El-Ghori. Vielen Dank dafür. Und jetzt lodert noch ein weiterer Brandherd auf, und zwar im Westjordanland, Tarek. Auch hier nimmt die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern zu. Allein heute sind 4 Menschen getötet worden. Das Westjordanland ist im Jahr 1967 nach dem Sechstagekrieg von Israel besetzt worden. Dennoch werden Teile des Gebiets von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet. Besonders schwierig, dazwischen gibt es mehr als 100 israelische Siedlungen, die von der UNO als völkerrechtswidrig eingestuft werden. In diesen Siedlungen leben etwa 460.000 jüdische Siedler neben etwa 2,8 Millionen Palästinensern. Seit dem Terrorangriff am 7. Oktober haben die Spannungen zwischen Siedlern und Palästinensern stark zugenommen. Erst heute haben Dutzende Siedler das palästinensische Dorf Deir Sharaf angegriffen. Nach Angaben der UNO haben Siedler seit 7. Oktober 103 palästinensische Familien oder fast 900 Menschen aus ihrem Zuhause vertrieben. Vielfach müssen die Siedler, wie hier auf einem aktuellen Bild von heute schauen, Militär zurückgehalten zu werden, denn zuletzt sind 130 Menschen getötet worden, die meisten davon durch Aktionen des israelischen Militärs. Aus Ramallah im Westjordanland berichtet Tim Kupal. Ramallah, heute früh. Eine Antiterror-Razzia der israelischen Armee mit Festnahmen. 2 Toten, einer laut palästinensischen Angaben gerade 14. Ramallah gestern, eine Stadt in Trauer. Die Geschäfte hier in Ramallah bleiben heute geschlossen. Ein Streik im Gedenken an die Toten im Flüchtlingslager Jabalia in Gaza. Wie viele Menschen dort tatsächlich getötet worden sind, bleibt weiter unklar. Er stammt aus dem betroffenen Flüchtlingsviertel in Gaza. Der Kontakt zu seiner gesamten Familie ist abgerissen. Wegen einer Person seien Kinder, Frauen, Alte, Männer getötet worden. Dafür gäbe es keine Rechtfertigung. Es herrscht auch Wut. Vor allem Jugendliche zeigen offen ihre Unterstützung für die Terrororganisation Hamas. Seit dem 7. Oktober führt Israel einen Rachefeldzug durch. 130 Tote, 8 von israelischen Siedlern getötet, die überall Palästinenser terrorisieren. 21 Dörfer sind mit Schutz der Armee vertrieben worden.
Bei den Armeeeinsätzen werden laut israelischen Angaben vor allem militante Palästinenser getötet, aber auch israelische Siedler attackieren immer wieder Palästinenser. Laut UNO hat sich die Zahl dieser Angriffe seit dem 7. Oktober mehr als verdoppelt, auf 7 Vorfälle täglich. Wir sind sehr besorgt über die Gewalt der Siedler im Westjordanland. Sie schadet langfristig der Sicherheit Israels. Heute erschießen palästinensische Terroristen einen Israeli im Westjordanland. Ein Ende von Gewalt und Gegengewalt ist nicht in Sicht. Nach Österreich jetzt, wo die Metaller Verhandlungen gescheitert sind. Sie bilden traditionell den Auftakt zu den Kollektivvertragsverhandlungen und traditionell gestalten sich die Verhandlungen besonders schwierig, so eben auch heuer. Heuer hat die 4. Verhandlungsrunde in der Wirtschaftskammer in Wien stattgefunden und ist vor wenigen Minuten ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Zuletzt haben die Arbeitnehmer 11,6% mehr Lohn und Gehalt gefordert, die Arbeitgeber aber nur 2,5% und eine Einmalzahlung geboten. Nachdem die Verhandlungen heute abgebrochen wurden, gibt es ab Montag Warnstreiks in der metalltechnischen Industrie. Ja, und die Verhandlungen beobachtet hat für uns Alexandra Siebenhofer. Wie geht es jetzt weiter? Alexandra, am Montag wird es auf jeden Fall zu Streiks kommen. Genau, am Montag wird es erste Warnstreiks geben. In welchem Ausmaß, das berät die Gewerkschaft jetzt noch und das wird sie morgen bekannt geben. Was wir noch nicht wissen, ist, wann der nächste Verhandlungstermin ist. Auch das wird derzeit noch beraten. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Stimmung heute durchaus konstruktiv war. Sogar die Mittagspause hat man ausgelassen, um weiter zu verhandeln. Und es gab auch 2 neue Angebote von den Arbeitgebern. Allerdings waren die der Gewerkschaft dann doch noch zu weit von dem entfernt, was sie ursprünglich gefordert hat. Vielleicht nur ganz kurz, das eine Angebot wäre ein 2-jähriger Abschluss gewesen, wo es pro Jahr dann 5% gegeben hätte plus eine Einmalzahlung. Das andere Angebot der Arbeitgeber waren die 2,5% aufgebessert mit 100 Euro pro Monat und einer Einmalzahlung. Wie gesagt, noch sehr weit von dem entfernt, was die Gewerkschaft gefordert hat. Deswegen keine Einigung heute. Danke für diese ganz aktuellen Informationen aus der Wirtschaftskammer in Wien, Alexandra Siebenhofer. Ja, und zu den Verhandlungen und den neuen Arbeitslosenzahlen ist heute Wirtschaftsminister Martin Kocher von der ÖVP zu Gast in der ZIB 2. Das Glücksspiel im Internet boomt. Allerdings, bis auf einen Anbieter, sind alle Online-Casinos illegal. Deshalb versuchen immer mehr Spieler, ihre Verluste einzuklagen. Und sie bekommen dabei fast immer recht. Recherchen unseres Wirtschaftsmagazins ECO und dem Magazin Dossier zeigen, dass es dabei allein in Österreich um fast eine 500 Millionen Euro geht. Österreich hat ein Glücksspielproblem. Immer mehr Menschen zocken online. Laut Schätzungen landen mehr als die Hälfte des im Internet verspielten Geldes bei nicht zugelassenen Anbietern. Und genau deshalb klagen Betroffene jetzt ihre Verluste zurück. Insgesamt geht es um eine Summe von ca. einer 750 Millionen Euro. Also exakt waren 775.000, was ich noch im Kopf habe. Der Fall des ehemaligen hochrangigen Beamten ist einer von 25.000, wie aktuelle Recherchen zeigen. Dabei geht es um nicht weniger als 440 Millionen Euro. Unsere Werte gehen davon aus, dass wir so 15-20% aller Personen hier eine Klage versuchen. Das heißt, der Rest klagt gar nicht. Aus meiner Sicht geht es dann noch um viel mehr Geld, das im Ausland gelandet ist. Das Problem? Mehr als die Hälfte des Streitwerts wurde mitunter trotz Urteil noch nicht zurückgezahlt. Auch weil die nicht zugelassenen Online-Casinos die aktuellen Gerichtsentscheidungen in Frage stellen. Wenn eine entsprechende Prüfung durchgeführt werden würde, würden die Gerichte zu einer anderen Entscheidung kommen. In 25.000 Fällen? Wahrscheinlich, ja. Bis auf Win2Day sind laut Finanzministerium alle Online-Casinos illegal und trotzdem kann sich die Regierung bisher nicht auf Maßnahmen gegen sie einigen. Mehr zum Thema Online-Glücksspiel heute in einem ECO-Spezial um 22.30 Uhr in ORF2. Und wir berichten hier in der Zeit im Bild nicht nur über eine große Konferenz zum Thema künstliche Intelligenz in London, sondern auch, wie durch diese Technik die Beatles gerade wieder auferstehen mit einem neuen Song von John Lennon nach den aktuellen Meldungen. Die Arbeitslosigkeit ist auf 6,3% gestiegen. Im Oktober waren in Österreich knapp 339.000 Menschen arbeitslos oder in einer AMS-Schulung. Das sind knapp 20.000 mehr als noch vor einem Jahr.
Die Wiener FPÖ hat für ihre früheren Obmänner Hilmar Kabas und Heinz-Christian Strache Ehr- und Ablebensversicherungen in Liechtenstein abgeschlossen, im Fall Strache zugunsten seiner Familie. Das geht aus einem Ermittlungsakt hervor. Die Wiener FPÖ hält fest, dass alles Geld, das einbezahlt wurde, an die Partei zurückgeflossen sei. Beim teilstaatlichen Energiekonzern Verbund sprudeln die Gewinne. Zwischen Jänner und September hat der Konzern seinen Gewinn fast verdoppelt, und zwar auf fast 2 Milliarden Euro. Laut Verbund liegt das an einer höheren Stromproduktion und an den höheren Strompreisen. Die Spitzen der Republik haben heute der Opfer des Terroranschlags vor 3 Jahren gedacht. Am 2. November 2020 hat ein Islamist in der Wiener Innenstadt 4 Menschen erschossen und mehr als 20 verletzt. Immer wieder überrascht uns die künstliche Intelligenz und was mit ihr alles möglich ist. Und das, obwohl diese Technologie wohl erst ganz am Anfang steht. Nutzen und Risiken liegen da ganz nah beieinander. Über die möglichen Auswirkungen künstlicher Intelligenz diskutieren derzeit die Pioniere globaler Technologiefirmen mit Spitzenpolitikern an einem historischen Ort nördlich von London, berichtet unser Korrespondent Jörg Winter. In Bletchley Park hatten britische Wissenschaftler einst den Verschlüsselungscode der deutschen Wehrmacht geknackt und damit den Untergang Nazi-Deutschlands mitbesiegelt. 8 Jahrzehnte später beraten die Spitzen globaler Politik und mächtiger Technologieriesen hier erneut über für die Menschheit Schicksalshaftes, wie umgehen mit künstlicher Intelligenz, mit Maschinen, die lernen, die demokratische Systeme ebenso torpedieren können, wie sie Quantensprünge etwa in der Medizin erst ermöglichen. Wenn Regierungen bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz nicht rasch Regeln aufstellen, dann werden sich die großen Firmen ihre eigenen Regeln schaffen. Der Gastgeber, der britische Premier Rishi Sunak, kann die großen Player auf eine gemeinsame Erklärung einschwören. Doch stehen China, die USA und die EU in Konkurrenz bei der Entwicklung und Regulierung künstlicher Intelligenzsysteme, die über die ökonomische Zukunft entscheiden. Eine Handvoll Unternehmen, allesamt aus den USA und China, dominieren die neue Technologierevolution. Die Europäer müssen darum kämpfen, nicht abgehängt zu werden. Und so mehren sich jüngst neben britischen vor allem auch Stimmen aus Deutschland, die vor zu scharfen Regulierungen warnen. Noch fehlt es aber ohnehin an klaren internationalen Regeln. Die Auswirkungen, etwa auch auf den Arbeitsmarkt, dürften enorm sein. Studien in Großbritannien gehen davon aus, dass bis 2030 ein Drittel aller derzeit geleisteten Arbeitsstunden von künstlichen Intelligenzsystemen erledigt werden. Aus rechtlichen Gründen kann dieser Teil der Sendung leider nicht gezeigt werden. Aus Großbritannien kommt allerdings nicht nur ein neues Lied auf den Kontinent, auch ein gewaltiges Sturmtief ist im Anzug. Hierzulande werden vor allem in Kärnten über Nacht große Regenmengen und Sturmböen erwartet. In Frankreich, Spanien, Belgien und Deutschland gibt es bereits Tote durch umgestürzte Bäume. Mit Spitzenböen um 200 Stundenkilometer und heftigem Regen ist das Orkantief über Teile Westeuropas hinweggefegt. In Frankreich und Südengland sind Schulen geschlossen worden. Der Schiffsverkehr über den Ärmelkanal ist für mehrere Stunden zum Erliegen gekommen. Auch in Spanien ist die höchste Alarmstufe ausgerufen worden. An der Nordküste haben die Flutwellen bis zu 9 Meter Höhe erreicht. Von Spanien bis in die Niederlande mussten Flugzeuge wegen des Sturms am Boden bleiben. In Kärnten rüsten sich die Einsatzkräfte für eine weitere problematische Nacht. Um die angekündigten Wassermassen abfangen zu können, sind die Pegel der Stauseen der Drau abgesenkt worden. An besonders gefährdeten Stellen, wie hier im Norden von Klagenfurt, ist zudem ein mobiler Hochwasserschutz aufgebaut worden. Wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Schutz in den nächsten Stunden auch tatsächlich Schaden abwendet, das sagt uns gleich Christa Kummer. Wir beide verabschieden uns. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.